sind Sie bereit? Yes. Alles klar. Okay. Trailer-Analysenzeit. Heute mit Left 4 Dead 2. Mit mir, Chris, und mit, stell dich bitte selbst vor. Ich bin der Mike, videogameszone.de. Beste Konsolenseite am Markt. Ja. Am Markt? Ja. Ja. Ja, red ein bisschen lauter, Mike. Unsere Leser sind entweder alt. Ich bin Mike, die beste Konsolenseite am Markt. Nee, Quatsch, Videogameszone ist die beste Konsolenseite am Markt. Und wir machen heute Trailer-Analyse zu Left 4 Dead 2 von Valve. Deswegen haben wir auch, ich habe hier ja schon mal einen Hut mitgebracht, einen Coca-Cola-Hut. Denn in Left 4 Dead 2, was wir gleich erklären werden, es gibt Schleichwerbung übrigens, da können wir später zukommen. Aber es gibt die Möglichkeit, mit Nahkampfwaffen zu kämpfen. Und du hast dir die beste ausgesucht. Ich hab mir die beste und sicherste ausgesucht, ja. Ich wollte eine Bratpfanne mitbringen, weil wir es später im Trailer sehen werden. Ja. Aber es hat nicht funktioniert. Aber es funktioniert ja trotzdem. Ja. Oder ich stell's mal hier neben. Nee, ich leg's ja auf den Boden. Bist du meine echte Waffe? Na klar. Das ist hier übrigens, Alter, das ist ganz schön ein scharfes Gerät, was du da hast. Ja? Ja, das ist übrigens nicht im Spiel dabei, auch nicht im Trailer zu sehen. Ich glaube, ich werde wieder Cola-Kosten haben. So, wir haben einfach Scheiße mitgebracht, die wir euch, Ja, aber die tollen Jacken, Left 4 Dead. Ja, hier, wow. Darf ich dir deine Waffe nochmal wieder gern? Ja. Diese Jacken, bevor wir zum Trailer gleich kommen, ja, weil der ist recht kurz, deswegen wollen wir mal kurz was erzählen. Ja. Diese tollen Jacken sind limitiert auf, ich glaube, was hatte ich gesagt? 50 Stück weltweit, glaube ich. Ja. Weltweit gibt es 50 Stück und wir verlosen 4 Stück davon, beziehungsweise man kann 4 Stück gewinnen in unserer Left 4 Dead Liga. Wir haben nämlich eine Left 4 Dead Liga gegründet. Der Fjumpf und der Soul Assassin von uns aus der Community haben das Ding gegründet. Vielen Dank. Kümmern sich drum. Drum. Und saugeiles Ding, also es macht echt was her. Und die kann man noch gewinnen? Kann man die noch gewinnen? Ja, das läuft noch. Man hätte sich halt nur vorher bei der Liga anmelden müssen. Ah. Also eigentlich kann man sie nicht mehr gewinnen, schade. Kommen wir zum Trailer, Mike. Oder, ja, wir machen mal 5 Sekunden. Der Trailer ist übrigens von der E3. Jetzt geht's ab. Lecker. Machen wir mal. So, machen wir. Genau. Erstes Bild. Wieso bist du eigentlich prädestiniert dafür, mit mir Left 4 Dead 2 zu besprechen? Weil ich der absolute Left 4 Dead Profi bin. Ja. Also einer der wenigen in Deutschland, die die 1000 Gamerscore-Punkte innerhalb von zweieinhalb Monaten gespielt haben. Mir fehlen, also nur kurz, um das zu erklären für die PC-Hoshis quasi. Es gibt bei der PC-Version gibt es auch Achievements, die man erreichen kann. Richtig. Und die gibt es bei der Xbox-Version auch. Und da ist es so, dass man für die Achievements, die man erreichen kann, noch Punkte bekommt. Bis zu 1000 halt pro Spiel. Ja. Ich hänge, glaube ich, bei 900. Ich hab ein Achievement nicht. Das Tank-Achievement, weil ich halt nie als Tank spawne irgendwie. Das ist sehr nervig. Ich hab mal zwei Tage gezockt. Die ganze Zeit so, ja, dankeschön. Die ganze Zeit. Ja, da gibt es aber einen schönen Trick. Echt? Also, wenn ihr dasselbe Problem auch habt und noch nie als Tank gespawnt seid. Deine Mutter spawnt als Tank. Nein, aber was gibt's da dann? Stellt einfach, wenn ihr den Level anfangt, die Schwierigkeit auf ganz hoch. Ja. Wartet, bis jemand als Tank spawnt und dann stellt ihr die Schwierigkeit wieder runter und dann funktioniert das. Echt? Ja. Du bist ein Achievement-Cheat. Nein, oder? Auf keinen Fall. Also, wir haben das ganz legal erspielt mit Leute einladen in die letzte Mission und dabei die Lade der Xbox offen halten. So, der Trailer. I see. Okay, der Trailer zu Left 4 Dead 2. Jetzt mal, wir gucken uns mal 10 Sekunden an und reden danach darüber, ja? Okay. Mother, she asked me, was I still a praying man? I told her, yes ma'am. Well, she said, der Jazz Club hier. Louisiana. Und... Oh, da das guckt uns der Zombie. Nee, der Zombie. Nee, habe ich nicht, weil wir das ja später noch reinfaken. Ja, unsere nette Videoproduktionsfrau fängt das ja später rein. Also man sieht jetzt genau dieses Zombie-Gesicht. Sie das schwarze Bild rein? Nee, sie fängt in das schwarze Bild an dem Bild. Okay. Man sieht jetzt gerade den Zombie, wie er uns anguckt. Ja. Ja. Und das ist ja schon. Also blutig, möchte ich gerade sagen. Ja? Und es ist schon hart. Das, was ich kurz gesehen habe, jetzt gerade, ist, war echt blutig, ja. Und es geht ja noch weiter. Also es wird ja haltlos, ja. Und auf die Zombies geballert, ja? Ja. Und das Blut, das der wird dann wahrscheinlich wieder grün sein in der deutschen Version. Wahrscheinlich, aber mich hat es gar nicht so gestört, wenn ich ehrlich bin. Das grüne Blut? Ja. Ich habe die deutsche nie gespielt. Nein! Oh. Killer! deutsche Version war auch okay. Halt, mir ging es darum, ich habe es eher so wie Counter-Strike gesehen, dass ich halt schnellstmöglich
bestmöglich irgendwie die Episoden-Kampagnen zu Ende bringen wollte, halt immer den besten Trick und sowas, die besten Moves, weißt du? Und das hab nur ich. Weißt? Die besten Moves, die besten Tricks. Wir müssen, glaube ich, mal zusammen spielen. Ja, bitte, bitte. Ich habe dich aber übrigens bei Xbox geblockt. Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2 spielt zur gleichen Zeit wie Left 4 Dead 1 ja. An einem anderen Ort. Left 4 Dead 1 spielte quasi so in... Ja, mit welcher Stadt war es vergleichbar? Wurde eigentlich mal eine Stadt genannt? Nein, also wurde keine Stadt genannt. Ich denke irgendwie so... So eine amerikanische Kleinstadt halt. Einfach mit einem Krankenhaus und einem Helikopter. Ja. Ja. Und Left 4 Dead 2 spielt in wahrscheinlich in Louisiana. Ja, das wahrscheinlich. Festival. Ja. Und ihr spielt... Im ersten Teil gab es Louis als einzigen Farbigen, ja, um jetzt mal das um einfach mal hier Tacheles zu reden. Charakteranalyse. Ja, Charakteranalyse. Es gab im ersten Teil gab es eine Frau, ja. Einen Rocker, einen Durchschnittsbüroangestellten. Nein, das war der Schwarze, stimmt. Ja, das einen schwarzen Durchschnittsbüroangestellten und einen Veteran. Ein Veteran, ja. Ja. Und jetzt hast du zwei Schwarze. Nee, eigentlich einen Schwarzen, Carl Winslow im Prinzip. Ja. Dann hast du eine Spanierin, so Mexikanierin, eine Latino-Dame quasi. Dann hast du einen ziemlich jungen Basecap tragenden Idioten und noch einen anderen Idioten. Ja. Und eine Kettensäge, habe ich gesehen. Und eine Kettensäge, aber auch. Wir wollen ja nichts hier verraten. Ja. Was auch aufgefallen ist, ist, es gibt jetzt 5 Kampagnen anstatt 4. Ja. Also es wurde eine mehr. Ja. Und es gibt 1 oder 2 Boss-Monster mehr, Boss-Infizierte. Mhm. Wir sehen ja gleich, was ich geil finde an der ganzen Sache, ist ja wahrscheinlich auch aufgefallen, so Louisiana, weißt du, so Farmer und sowas, denkst du dir da. Und der Tank hat ein Farmer-Outfit an. Ja. Hast du das gesehen? Der hat neben dem großen rechten Arm einen ganz kleinen linken Arm. Ja, also irgendwas ist da anders. Das ist Tank 2 oder so. Ja. Crank 2. Muss man mit deiner Mutter reden, was sie sich dabei gedacht hat. Das werde ich dann wohl machen. Oh. Technik halt. Ja, das kann passieren. Fotzen-Scheiße, ja. Jetzt geht's halt. Na, kein Bösen da drauf. Scheiße, zum Beispiel. Also es ist halt sauhart. Hier einfach mal stopp. Die Brücke. Und da sieht man jetzt, erstmal sieht man hunderte Zombies. Ja. Ja. Und man sieht, wie sie einfach runterfallen. Wie sie quasi so einen auf R. Kelly machen, weißt du? Aber lieber gefly. Ja. Nee, kannst du nicht, du platscht am Boden auf. Ja, aber das wissen die Zombies ja nicht, die sind ja hirntot quasi. Also die springen jetzt runter und dann denken weiß ich nicht, warum die dann immer noch auf mich zulaufen. Also, Left 4 Dead 1, nochmal um darauf zurückzukommen, ist ja einfach mal ein wahnsinnig geiles Spiel gewesen. Also es war mein. Ja. Es war neben einem indizierten EA-Titel. Ja, mein Lieblingsspiel des Jahres 2008. Ja, ein indizierter EA-Titel, den du im Koop-Modus spielen konntest und der aus 2 Leuten in einer Armee quasi bestand. Ja, weil du Left 4 Dead 1 auch an einem Bildschirm zu zweit spielen konntest. Echt, jetzt so eine Scheiße. Wie hieß das Spiel? Welches Spiel? Das Indizierte. Jetzt darf ich ja nicht sagen. Ach so, Scheiße. Wenn ich jetzt sage, das ist halt... Wenn du sagst, das ist... Ich will es nicht sagen, weil dann wäre es wieder... Das wäre ja Aufwand, oder? Videoschnitt, Frau? Wenn ich jetzt sagen würde, wäre es Aufwand. Alles klar. Okay. Es tut mir total leid. Ja. Ja. Aber jetzt weiß ich, was du sagst. Sagen wir lieber nicht. Nee. Okay. Guck mal auf die... Machen wir jetzt Left 4 Dead weiter. Ja, klar. Ja? Ist jetzt gegessen. Ja, ist gegessen. Das Thema ist gegessen. Ja, die Brücke. Versprochen? Ja. Versprochen? Okay. Dann ist gegessen. Alles klar.